Nikolai Tarasow, geboren 13. August 1981 in St. Petersburg, russischer Staatsangehöriger, wohnhaft in Moskau, ledig, arbeitslos, seit dem 14.11.2008 in Untersuchungshaft der JVA Düsseldorf. Manfred Reitzer, geboren 8.9.1965 in Bruck an der Ruhr, wohnhaft in Köln, ledig, Inhaber eines Bordells, seit dem 3.8.2008 in Untersuchungshaft in der JVA Köln-Ossendorf. Am 12.11.2008 fand vor dem Landgericht Köln der erste Verhandlungstag im Verfahren gegen den Angeklagten Manfred Reitzer wegen Mordes an einer Prostituierten statt. Einzige vermeintliche Augenzeugin war Olga Schewtschenko. Um zu verhindern, dass diese gegen den Angeklagten Reitzer aussagt, hatte letzterer dem Angeklagten Tarasow einen Tag vorher Geld und den Auftrag zukommen lassen, Olga Schewtschenko zu töten. Der Angeklagte Tarasow postierte sich daraufhin am 12. November 2008 mit einem Gewehr Mauser SR Kaliber 7,65, für dessen Führen er keinerlei Erlaubnis besaß, am Gangfenster im dritten Stock des dem Gericht gegenüberliegenden Hotels Brönner. Als der Wagen, der Olga Schewtschenko zum Gericht brachte, um 14.55 Uhr vor dem Gerichtsgebäude anhielt, gab der Angeklagte Tarasow einen gezielten Schuss auf das Herz von Olga Schewtschenko ab. Das Projektil durchschlug die Windschutzscheibe und traf die junge Frau nur deshalb nicht ins Herz, sondern in die linke Schulter, da sie sich genau in dem Augenblick nach ihrer Tasche bückte. Der Angeklagte Tarasow wird somit des versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und unerlaubtem Führen einer Schusswaffe und der Angeklagte Reitzer der Anstiftung hierzu beschuldigt, strafbar gemäß § 211. Herr Tarasow, beginnen wir mal mit Ihnen. Bisher haben Sie sich ja zum Tatvorwurf nicht geäußert. Wollen Sie heute was dazu sagen? Ja, und zwar gern. Also ich muss sagen, ich bin kein Mörder. Ich bin nur im Urlaub hier. Laut Buchungsunterlagen des Hotels Brönner haben Sie sich am Abend des 11. November für 2 Nächte dort eingemietet. Als allerdings nach dem Anschlag die Gäste des Hotels überprüft worden sind, da waren Sie bereits wieder abgereist. Ja, das Hotel hat mir einfach nicht gefallen. Ich wollte ein anderes suchen. Sie sind nicht einfach abgereist, Sie sind geflohen. Sie wurden dabei beobachtet, wie Sie aus dem Hotelfenster heraus auf das Opfer geschossen haben. Wo waren Sie denn, als dieser Schuss auf die Frau Schewtschenko abgegeben wurde? Ich war im Zimmer nebenan bei einer Frau. Sie wollte sich das Leben nehmen. Ja, Frau Staatsanwältin, mein Mandant hat eine Frau vom Selbstmord bewahrt, als die Tat passiert ist. Das wird die Zeugin im Übrigen nachher auch noch bestätigen. Ach, wie rührend. Wissen Sie was, ich glaube Ihnen kein Wort. Ich will nichts mehr dazu sagen. Gut, wie Sie wollen. Dann kommen wir mal zu Ihnen, Herr Reitzer. Auch Sie haben bisher keine Angaben zur Sache gemacht. Wollen Sie heute was sagen? Ja, aber zuallererst möchte ich mal klarstellen, dass ich mit dem Hampelmann da überhaupt nichts zu tun habe. Sie hatten nie irgendeinen Kontakt mit dem Herrn Tarasow? Nee, ich habe den ein-, zweimal gesehen, weil er Kunde bei mir im Puff war. Aber ich habe da nie mit dem geredet und auch sonst nicht. Und vor allem habe ich keinen Mord bei denen in Auftrag gegeben. Oh doch, das haben Sie. Und das werde ich Ihnen im Rahmen dieser Verhandlung noch beweisen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich hatte keinen Grund gehabt, Herr Tarasow anzuheuern. Nein, Sie hatten überhaupt keinen Grund. Vor allen Dingen, weil ja die Angst vor lebenslänglicher Freiheitsstrafe offensichtlich kein Grund ist, oder? Ich war damals genauso unschuldig wie heute. Sie haben damals eine Prostituierte von Ihnen umgebracht. Vermutlich, weil sie einen Ihrer besten Kunden gebissen und übelst zugerichtet hat. Und dummerweise hat Frau Schewtschenko Sie bei diesem Mord beobachtet. Und da haben Sie den Angeklagten Tarasow angeheuert, Frau Schewtschenko aus dem Weg zu räumen, bevor sie in der Verhandlung gegen Sie vor Gericht gegen Sie aussagen kann und Ihre Aussage wiederholen kann gegen Sie. Das ist doch totaler Schwachsinn. Olga wollte damals vor Gericht endlich die Wahrheit sagen. Ich habe sie doch gebraucht. Ich wäre doch dämlich gewesen, sie auszuschalten. Sie wollte doch bei den Bullen erzählen, dass sie gelogen hat. Sie wollten gerade Polizisten sagen, nicht wahr? Aber mein Mandant hat jedenfalls recht. Olga Schewtschenko, Frau Staatsanwältin, hat keinen Mord beobachtet. Und das hat sie inzwischen auch offiziell so bestätigt. Das heißt, mein Mandant hat überhaupt kein Motiv, Frau Schewtschenko töten, ermorden zu lassen. Genau, Olga hat damals bei den Bullen, Polizisten doch nur gelogen, weil ihr damaliger Stecher, der Neudeck, ihr das eingeredet hat. Neudeck, Sie meinen den Harald Neudeck, ebenfalls Bordellbesitzer. Genau den meine ich, der hat die Nutte damals erstochen. Und den Ausdruck Nutte möchte ich hier genauso wenig hören wie den Bulle. Dann hat er eben die Prostituierte erstochen, wie auch immer. Auf jeden Fall hat die Olga dazu gezwungen, dass sie gegen mich aussagt. Der einzige Grund, weshalb Frau Schewtschenko ihre Aussage zurückgenommen hat, war, dass sie Angst hatte, Todesangst, dass nochmal auf sie geschossen wird, wenn sie bei der Wahrheit bleibt. Und deswegen hat das Gericht ihr auch nicht geglaubt und sie trotzdem verurteilt. Frau Staatsanwältin, wir haben Revision eingelegt. Das letzte Wort ist also noch lange nicht gesprochen. Ja, ist nur eine Frage der Zeit, Herr Kollege. Und außerdem, jetzt mal im Ernst, wenn ich wirklich einen Auftragskiller brauchen würde, glauben Sie denn wirklich, dass ich mir dann ausgerechnet so einen versoffenen Russen ins Boot holen würde? Pass auf, was du sagst. Was für ein versoffener Russe hier? Ist doch wahr, ihr kippt doch schon zum Frühstück eine halbe Flasche Wodka runter. Was willst du von mir? Von dir will ich überhaupt nichts. Ich wollte denen doch nur sagen, dass ich dich nie für Mord engagiert hätte, weil ich Angst hätte, dass du im Suff nicht triffst. Hey, weißt du was? Wenn ich sogar ein Auftragskiller wäre,
Ich hätte nie im Leben, weißt du, nie für so einen Idiot wie du gearbeitet. Was? Idiot lasse ich mich für dich nicht nennen, du russischer Kannschädel. Kapiert? Sie sonst was? Sonst mach ich aber... Ganz schnell, ganz schnell. Zurück. Aufhören. So, na, jetzt reicht's. Du kriegst doch von mir her, weißt du. Handschellen an, ja? Das glaubst du ja wohl. Die Hände auf dem Tisch. Ich bin hier rauf. Und wenn Sie sich weiter wehren, dann gibt's euch hier. Es ergibt Ruhe jetzt. Entschuldigung. Jetzt hören Sie mir beide mal zu. Es ergeht folgender Beschluss. Gegen beide Angeklagte wird jeweils 3 Tage Ordnungshaft verhängt. Ja? Sie haben sich aber wirklich selber eingebrochen. Und Sie verhalten sich jetzt ruhig. Also offensichtlich nützt es auch nicht. Offensichtlich muss man sich auseinandersetzen. Frau Verteidigerin, wären Sie vielleicht so freundlich und würden hier Platz tauschen? Offensichtlich muss man die beiden auseinandersetzen. Sonst dann gehe ich wird nach vorne, dann sind die beiden ja, vielleicht weit genug auseinander, oder? Machen wir so. Okay. Nehmen Sie noch Ihre Bücher mit, Herr Kollege. Das ist wie in der Schule. Und eins verspreche ich Ihnen, wenn jetzt nicht Ruhe ist, dann kriegen Sie richtig Probleme mit mir. Ja? Hören Sie mal auf das, was der Vorsitzende sagt. Herr Reitzer, können wir jetzt mit Ihrer Vernehmung fortfahren? Nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Soll euch Olga in den Rest erklären? Gut, wie Sie wollen. Dann tippen wir die Beweisaufnahme ein. Die Zeugin Olga Schewtschenko, bitteschön. Sie sind aber nicht Frau Schewtschenko, oder? Nein, ich bin Olgas Freundin, Tine Lux. Ich muss Ihnen sagen, sie hat sich auf der Toilette eingesperrt. Und obwohl ich mit ihr extra hergefahren bin, um sie seelisch zu unterstützen, lässt sie niemanden an sich heran, nicht mal die Polizistin, die für sie da ist. Wieso hat sie sich eingeschlossen? Ich weiß nicht. Ich habe nur verstanden, dass sie unheimliche Angst hat vor irgendetwas. Da frage ich mich aber schon, Frau Staatsanwältin, wovor sich die Zeugin so fürchtet. Denn wenn Ihre Anklage richtig wäre, dann dürften ja diejenigen, die dieser Zeugin Angst eingejagt haben, hier gut verwahrt sein und alles wäre gut. Herr Reitzer saß damals auch in Untersuchungshaft, als auf Frau Schewtschenko geschossen wurde, ja, Frau Kollegin? Ich denke, die Frau Schewtschenko weiß genau, dass Sie, Frau Staatsanwältin, die Falschen angeklagt haben. Und sie weiß auch, dass derjenige, vor dem sie sich so sehr fürchtet, dass der noch draußen frei herumläuft. Und deswegen hat sie so große Angst. Jetzt lassen Sie mal die Mutmaßung. Sie sagen, selbst die Polizistin, die dabei ist, die bringt Sie nicht dazu, wieder aus der Toilette rauszugehen. Es gibt keine Chancen. Also mal ich selbst mal versuchen, mit der Zeugin zu reden. Vielleicht kann ich ihr die Angst nehmen. Es geht der Beschluss, die Hauptverhandlung wird vor 10 Minuten unterbrochen. Ja? Noch jemand da? Nein, ich hab's weiterhin bei ihrer Freundin probiert, sie macht nicht auf. Olga, mach doch auf, bitte. Sei doch... Was ist denn los? Okay. Herr Holz, Sie können eintreten. Hier ist die Tür. Frau Schewtschenko? Frau Schewtschenko, ich weiß, dass das hier alles heute für Sie nicht leicht ist, aber Sie müssen wirklich keine Angst haben. Frau Schewtschenko, schauen Sie, die Angeklagten im Sitzungssaal, die werden von 2 Polizisten bewacht. Und jeder, der heute hier ins Gericht reingekommen ist, der ist nach Waffen durchsucht worden. Es kann Ihnen wirklich nichts passieren, ich verspreche es Ihnen. Ich habe so Angst. Wovor haben Sie denn so große Angst? Ich kann es nicht. Ich schaffe es aber nicht. Frau Schewtschenko, doch, Sie schaffen das. Jetzt kommen Sie bitte raus. Und ich verspreche Ihnen, wenn Sie Ihre Aussage machen, dann wird es Ihnen sogar besser gehen. Nein. Frau Schewtschenko, ich will Sie doch nicht zwingen müssen, dass Sie hier rauskommen. Ich meine, Sie können ja nicht ewig da in dieser Toilette drin eingesperrt bleiben. Und mehr Schutz, als Sie heute hier haben, werden Sie nie wiederbekommen. Bitte. Ich bin bei Ihnen, Sie müssen keine Angst haben. Dankeschön, dass Sie da waren. Waren echt. Sie brauchen keine Angst. So, jetzt nehmen Sie bitte mal hier Platz. Ja? Ja, nehmen Sie doch bitte alle wieder Platz. So. Also, die unterbrochene Hauptverhandlung wird hiermit fortgesetzt. Frau Schewtschenko, würden Sie bitte mal die Brille absetzen und vielleicht auch Ihre Perücke? Sie können ruhig auch Ihr Halstuch noch ein bisschen nach unten ziehen.
So, dann bin ich schon zufrieden. Also, ich belehre Sie jetzt mal, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen, ja? Zunächst zu Ihrem Personal. Sie heißen Olga Schewtschenko, 28 Jahre alt. Sie sind ukrainische Staatsangehörige. Sie wohnen in Köln. Ledig, Prostituierte von Beruf, verwandt oder verschwägert mit beiden Angeklagten sind Sie hier nicht. Gegen Sie läuft derzeit auch noch ein Ermittlungsverfahren wegen uneidlicher Falschaussage. Deswegen muss ich Sie belehren, Sie müssen auf einzelne Fragen hier nicht antworten, wenn Sie sich vielleicht selbst belasten könnten, 55 StPO, ja? Also, dann fangen wir doch jetzt erstmal mit dem Nachmittag des 12. November 2008 an. Das ist der Tag, an dem Sie eine Aussage vor dem Landgericht Köln machen sollten in dem Strafverfahren gegen den Herrn Reitzer. Und es ist auch der Nachmittag, an dem Sie angeschossen wurden. Was ist da genau passiert? Der gute Polizist hat mich zum Gericht gebracht. Und dann wurde ich angeschossen. Als auf Sie geschossen wurden, wo waren Sie da genau? Ich war im Auto. Ich wollte zuerst meine Tasche aufheben. Und dann aussteigen. Und als ich mich gepackt habe, habe ich Schmerzen gespürt in meinen Schultern. Frau Schewtschenko, Sie haben ja in Ihrer polizeilichen Vernehmung zum letzten Verfahren ausgesagt, dass Sie beobachtet haben, wie Herr Reitzer eine Prostituierte erstochen hat. Und jetzt in dem Prozess gegen den Herrn Reitzer, der dann 3 Wochen nach dem Anschlag auf Sie fortgesetzt worden ist, da haben Sie Ihre Aussage zurückgenommen. Jetzt frage ich Sie, wollten Sie das auch an dem Tag, an dem auf Sie geschossen wurde, schon? Entschuldigung, was soll denn das gerade, Herr Tarasow? Hm? Die Gerichtssprache hier ist Deutsch. Sie sind des Deutschen mächtig. Deswegen erwarte ich von Ihnen, wenn Sie den Mund aufmachen, dass Sie dann in Deutsch sprechen. Und für mich klang das auch vom Tonfall her ein bisschen nach einer Drohung, ja? Wenn ich feststelle, dass Sie die Zeugen beeinflussen wollen, dann kriegen Sie richtig Ärger. Ich kann Sie auch hier aus dem Sitzungssaal verweisen lassen. Also, was haben Sie gerade zur Zeugin gesagt? Ich habe gar nicht mit ihr gesprochen. Das war so mehr von sich hingeflüstert. Ja, das ist alles scheiße hier. Kann man nicht richtig übersetzen. Frau Schewtschenko, Sie haben mal gehört, was er gerade gesagt hat. Stimmt das so? Ja. Ich glaube das nicht. Hat er Sie gerade bedroht? Nein, nein. Sie haben mir doch vorhin gerade selbst gesagt, dass Sie Angst haben. Angst wovor? Das ist nun, weil ich vor dem Gerichtsgebäude angeschossen wurde. Und da kommt er immer hoch. Okay, dann frage ich Sie jetzt noch mal. Wollten Sie schon an dem Tag, als Sie niedergeschossen wurden, vor dem Schuss, Ihre Aussage ändern? Ja. Und warum? Weil es die Wahrheit ist. Ich weiß nicht, was die Frau umgebracht hat. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber der Manfred war es nicht. Ich dachte, Sie beide kennen sich nicht. Das hat der gerade ganz anders gewirkt. Sie verstehen sich auf einmal doch ganz gut, oder? Vorhin haben Sie doch noch so getan, als würden Sie sich das können wir mal im Hinterkopf behalten. Aber jetzt bleiben wir doch bei Ihnen. Also, wenn das so ist, wie Sie jetzt sagen, dann frage ich mich, wieso haben Sie dann ganz am Anfang bei Ihrer ersten polizeilichen Vernehmung behauptet, der Herr Reitzer habe die Prostituierte erstochen? Weil ich dachte, er war das. Aber danach war ich mir doch nicht sicher. Jetzt hat aber der Polizeibeamte, der Sie zu Gericht gefahren hat, ja, als auf Sie geschossen wurde, ausgesagt, dass Sie noch auf dem Weg zum Gericht sich sicher gewesen seien, dass Sie den Herrn Reitzer gesehen haben bei der Tat. Ja? Und Sie haben auch wohl, so hat es der Polizeibeamte gesagt, auf dem Weg zum Gericht gesagt, Sie würden Ihre polizeiliche Aussage wiederholen. Ich weiß nicht, warum er so sagt. Dann lügt also der Polizeibeamte? Ja. Tut mir leid, das kann ich beim besten Willen nicht glauben. Ich schon. Die wollen mich in die Pfanne hauen. Aber das wird nicht funktionieren, weil der Harald, dem der andere Puffgard die Frau abgestochen hat, und nicht ich, und Harald hat auch auf Olga geschossen. Wenn wirklich damals Harald Neudeck die Prostituierte umgebracht hat, weshalb sollte Frau Schewtschenko dann Sie belasten? Das habe ich Ihnen doch schon erklärt, aber ich sag's Ihnen gerne nochmal. Als der Neudeck damals die Prostituierte umgelegt hatte, da war doch die Olga gerade mit ihm zusammen. Und da konnte sie wohl schlecht sagen, dass er es war. Und deswegen haben die beiden beschlossen, es mir anzuhängen. Ja, und wieso sollten die beiden extra gerade Ihnen was anhängen wollen? Weil der Neudeck mich schon lange auf dem Kieker hat. Ich bin nur sein größter Konkurrent am Kiez. Weil Harald Neudeck befürchtet hat, dass Olga Schewtschenko vor Gericht die Wahrheit sagt und ihn belastet, hat er auf sie geschossen. Also mir ist ja klar, dass das für Sie alles wunderbar zusammenpasst. Ja? Ich bin mir nur absolut sicher, dass Frau Schewtschenko bei ihrer Aussage geblieben wäre und den Angeklagten belastet hätte, wenn nicht auf sie geschossen worden wäre. Ja, jetzt, ich glaube, in dem Zustand, in dem Sie gerade sind, macht es gar keinen Sinn, mit Ihrer Vernehmung fortzufahren, Frau Schewtschenko. Wir brechen das jetzt mal an der Stelle hier ab. Ja? Nehmen Sie mal bitte da hinten Platz. Die Polizeibeamtin setzt sich auch neben Sie. Das heißt, Sie müssen vor niemandem Angst haben. Aber Sie sind noch nicht entlassen. Ja?
Wir machen mal mit dem nächsten Zeugen weiter. Richard Kanz, bitte. Herr Kanz, guten Tag. Kommst du mal bitte nach vorn? Ihre Zeugenpflichten kennen Sie nicht als Polizeibeamter. Sie müssen die Wahrheit sagen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Geben Sie doch bitte mal Ihre Personalien zu Protokoll. Ich heiße Richard Kanz, bin 31 Jahre alt. Meine ladungsfähige Anschrift lautet K247 Köln. Und ich bin hauptberuflich Polizeihauptkommissar. Mit den Angeklagten bin ich weder verwandt noch verschwägert. Familienstand haben wir unterschlagen. Ledig. Ledig. Die Aussagegenehmigung Ihres Dienstherrn liegt auch vor. Herr Kanz, Sie waren ja direkt dabei, als auf Olga Schewtschenko geschossen wurde. Am Nachmittag des 11. November 2008. Zunächst die Frage, wieso haben Sie denn die Zeugin überhaupt zu Gericht begleitet? Ich habe damals die Ermittlungen geleitet, die aufgrund der Aussage von Frau Schewtschenko gegen Herrn Reitze geführt wurden. Wir haben uns ein paar Mal unterhalten und da habe ich festgestellt, dass sie eine sehr zerbrechliche Person ist und dass man sie unterstützen muss. Ja, den Eindruck haben wir heute auch schon gewonnen. Und weil sie mit den Nerven damals am Ende war, wollte ich sie nicht alleine lassen. Ich habe mich ihr ein wenig angenommen und sie dann zu der Verhandlung auch gefahren. Können Sie mal genau schildern, wie dieser Anschlag dann exakt abgelaufen ist? Es war genau 14.54 Uhr, als wir vor dem Gerichtsgebäude angehalten haben. Dann fiel auch schon der Schuss. Ich habe sofort zu Frau Schewtschenko rübergeschaut und gesehen, dass sie sich die Schulter gehalten hat und geschrien hat. Was haben Sie gemacht in der Situation dann? Ich habe instinktiv in die Richtung geschaut, aus der dann der Schuss gekommen ist. Und ja, in dem Hotel gegenüber habe ich dann an einem Fenster diesen Mann gesehen. Und was hat er gerade gemacht, als Sie ihn da gesehen haben? Er hatte ein Gewehr in der Hand und es sah so aus, als ob er noch mal zielen wollte, um noch mal zu schießen. Da wusste ich, dass ich Frau Schewtschenko sofort in Sicherheit bringen musste und bin mit Vollgas zum Krankenhaus gefahren. Der Mann verwechselt mich mit jemand anderem. Ja, lassen Sie mal. Dieses Fenster ist 30 Meter ungefähr von Ihrem Auto entfernt. Also man kann davon ausgehen, dass Sie da tatsächlich was erkennen konnten. Ich bin mir auch zu 1000% sicher. Das kann nicht sein, weil ich ihn geschossen habe. Das Phantombild, das ja nach meinen Angaben gefertigt wurde, hat dann doch zu Ihrer Verhaftung an dem Flughafen geführt, nicht? Ja, aber wo Flughafen? Wieso? Herr Assoff, wollten Sie eigentlich am 13. schon wieder nach Hause fliegen? Laut Ihrem Pass waren Sie da ja erst seit 2 Tagen in Deutschland. Ja, ich wollte einfach nach Hause. Das ist normal, oder? Moment, vorhin haben Sie doch gerade gesagt, Sie wollten sich ein anderes Hotel suchen. Ja, ich habe meine Meinung verändert. Aha. Und warum hatten Sie 25.000 Euro Bargeld dabei? Ach, ist mir vom Urlaub übergeblieben. Das ist doch Blödsinn! Sie sind Auftragskiller. Und Herr Reitzer, das ist der Sie für den missglückten Mord bezahlt hat. Ich hatte keinen Grund, einen Auftragskiller zu bestellen. Ach nee? Sie wollen Frau Schewtschenko doch loswerden, damit sie vor Gericht nicht wiederholen konnte, dass sie bei einem Mord beobachtet hat. Das ist doch gar nicht wahr. Olga hätte doch vor Gericht nie gesagt, dass ich der Mörder bin. Sie hätte gesagt, dass Herr Neudeck der Mörder ist. Das glaube ich nicht. Warum nicht? Auf dem Weg zum Gericht, da habe ich mich mit ihr im Auto noch mal unterhalten. Mhm. Ich wollte einfach wissen, ob sie vor Gericht dann auch wirklich die Wahrheit sagt. Und was hat sie geantwortet? Dass sie alles sagen muss, weil es keinen anderen Weg gibt. Sie wollte ihren damaligen Bordellchef, Herrn Reitzer, belasten. Ich habe sie sogar noch gefragt, ob sie nicht Angst vor ihm hat. Aber sie hat nur gemeint, dass sie in Sicherheit ist, weil er doch ins Gefängnis muss. Jetzt hat die Frau Schewtschenko gerade eben gesagt, dass dieses Gespräch zwischen ihnen beiden gar nicht stattgefunden habe. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Sie hat große Angst und traut sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Das war mir schon damals im Krankenhaus bewusst, dass sie die Aussage zurückziehen wird, weil sie hat den Anschlag ja nur knapp überlebt. Warum? Weil sie es mir gesagt hat. Was genau hat die Frau Schewtschenko zu Ihnen damals gesagt im Krankenhaus? Dass sie im Prozess behaupten wird, dass sie sich nicht mehr sicher ist, wer die andere Prostituierte erstochen hat. Damit Herr Reitzer sie in Ruhe lässt. Und das hat sie dann ja auch getan. Zum Glück hat das Gericht ihr nicht geglaubt, sondern vielmehr ihre ersten Aussage bei der Polizei. Ich hoffe inständig, dass das Urteil in der Revisionsverhandlung bestätigt wird. Reitzer ist der Mörder. Nehmen Sie sich mal ein bisschen zurück, ja? Und ich werde persönlich dafür sorgen, dass Sie ihr Leben lang hinter Gitter bleiben müssen. Ich denke mal, von Ihnen als Polizeibeamter kann man allerdings erwarten, dass Sie hier auch sachlich bleiben. Ja? Hat noch jemand Fragen an Herrn Kanz? Keine Fragen. Kanz, danke schön. Dann dürfen Sie den Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Die Zeugin Simone Rothe, bitte schön. Frau Rothe, guten Tag. Nehmen Sie mal bitte hier vorne Platz. Ich muss Sie zunächst mal belehren. Und zwar, dass Sie als Zeugin hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen, ja? Sie heißen Simone Rothe, 27 Jahre alt. Sie wohnen in Köln. Sie sind ledig, Sekretärin, verwandt oder verschwägert mit den beiden Angeklagten hier nicht. Frau Rothe, dem Angeklagten Reitzer, der Herr davon, dem wird vorgeworfen, den Angeklagten Tarasow, das ist der Hinterherr, engagiert zu haben, um am 12. November 2008 die Frau Schewtschenko auf dem Weg zum Landgericht Köln zu erschießen. An dem Nachmittag, da haben Sie ja den Herrn Tarasow in dem Hotel, von dem aus geschossen wurde, kennengelernt. Und jetzt frage ich Sie, wieso waren Sie in dem Hotel? Naja, ich habe es zu Hause nicht mehr ausgehalten.
Ich musste einfach weg und als ich dann in diesem Hotelzimmer war, da ging es mir dann so schlecht, dass ich mich sogar umbringen wollte. Aber zum Glück hat mich dieser nette Herr dort in letzter Sekunde gerettet. Ja, sehen Sie, ich bin doch ein guter Mensch. Ja, das sind Sie auch. Und ich bin Ihnen auch furchtbar dankbar, dass Sie da waren. Ich meine, ich wäre bestimmt von diesem Balkon gesprungen, wenn Sie nicht gekommen wären. Können Sie uns das noch ein bisschen genauer schildern? Wie hat der Angeklagte Sie genau gerettet? Ich bin schon auf der Brüstung gestanden. Und da ist er auf seinen Balkon hinausgegangen. Er hat mich gesehen und hat sofort erkannt, was ich für eine Dummheit vorhatte. Und da ist er zu mir rübergekommen. Er ist auf meinen Balkon geklettert und hat mich darunter geholt. Eine Heldentat also? Ja, ich finde schon. Ich meine, das hätte sicherlich nicht jeder getan. Wieso wollten Sie denn nicht mehr leben? Ich bin mit meiner Trauer nicht klargekommen. Und worüber haben Sie derart getrauert, dass es Ihnen beinahe den ganzen Lebenswillen genommen hätte? Ich hatte einen Sohn, Tim. Er war 4 und ist letztes Jahr in den Kindergarten gekommen. Wir hatten nur uns beide. Und als alleinerziehende Mutter muss man wirklich viel arbeiten, um seinem Kind etwas bieten zu können. Und das habe ich auch immer getan. Ich habe Tim immer gefördert und unterstützt. Ich glaube, Sie waren eine großartige Mutter. Wirklich. Er war auch ein sehr selbstständiges Kind. Deswegen habe ich mir auch nie Sorgen gemacht, wenn er alleine mit dem Bus zum Kindergarten fahren musste. Es ist ja auch immer alles gut gegangen. Nur an diesem einen Nachmittag eben nicht. Die Polizei rief mich damals an und sagte mir, dass mein Sohn einen Unfall hatte. Er ist aus dem Bus gestiegen und ohne zu schauen, über die Straße gelaufen. Ein Auto hat ihn erfasst und durch die Luft geschleudert und man konnte ihm nicht mehr helfen. Aber Frau Rothe, Sie wissen, dass Sie doch keinerlei Schuld an dem Unfall haben, oder? Ja, das weiß ich auch im Grunde, aber irgendwann habe ich das alles nicht mehr gepackt und wollte auch nicht mehr leben. Ich habe ja auch gesagt, dass man muss mit seinen Problemen klarkommen. Das geht nicht. Man kann sich das Leben nicht nehmen. Man muss kämpfen. Man muss weiterleben. Ich glaube, wenn Herr Tarasow nicht gewesen wäre, dann weiß ich nicht, was wäre. Aber er hat mir auch gezeigt, dass es viele andere Möglichkeiten gibt. Das mag ja alles sein. Aber das hat er nicht aus Nächstenliebe getan, sondern aus purer Berechnung. Nein, dieser Mann ist ganz bestimmt kein Killer. Frau Rothe, jetzt kommen wir mal zu den Details. Der Schuss ist um 14.55 Uhr abgegeben worden. Haben Sie den Schuss gehört? Nein. Ich meine, Gewehrschuss ist ziemlich laut. Warum haben Sie ihn nicht gehört? Ich war im Badezimmer. Herr Tarasow hat mir geraten, mich in die Badewanne zu legen und erst einmal einfach nur zu entspannen. Er hat mir sogar Badewasser eingelassen und mir ein Radio ins Bad gestellt. Er hat sich wirklich rührend um mich gekümmert. Er wollte Sie nur beschäftigt wissen, damit er seinen Auftragsmord in Ruhe ausführen konnte. Nein, das kann ich einfach nicht glauben. Wo war denn der Herr Tarasow, als Sie da im Badezimmer waren? Ja, er war in meinem Zimmer. Er hat ferngesehen. Wieso können Sie sich da so sicher sein? Ja, weil ich den Fernseher gehört habe. Sie haben den Fernseher gehört? Ja. Wann sind Sie wieder aus dem Bad raus? So um 3:15. Und war da der Herr Tarasow noch in Ihrem Zimmer? Nein. Weiter Fragen an die Zeugen? Keine. Dann herzlichen Dank. Ja. Sie bleiben unvereidigt, dürfen hinten Platz nehmen. Der Zeuge Harald Neudeck, bitteschön.